Damit setzen wir uns aber später auseinander, denn jetzt geht es erstmal an das Herausforderungsportal, an das wöchentliche. Das habe ich diese Woche noch nicht gespielt, sollte man ja nicht spielen, wenn die Season startet, denn wenn man sie durchgespielt hat, bekommt man auf einem Charakter, bekommt man die Belohnung und die möchte ich natürlich auf meinem Season-Charakter haben, deswegen habe ich ihn schon mal erstellt oder sie schon mal erstellt. Genau, Herausforderung 270 EU, das ist die Zauberin, schauen wir uns auch gleich an, was sie kann und wie wir das Ganze gleich spielen werden. Wir haben erstmal an Items kein Set. Na, gut Zähigkeit, aber auch nicht zu viel Zähigkeit. Angriffsgeschwindigkeit, eurer Kernzauber um 50% erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, also verringert sozusagen. Und der Schaden verdreifacht. Kann durch Gegner durchlaufen. Magisches Geschoss verschießt 2 zusätzliche Geschosse. Ah ja, 750% Bonusschaden. Weil das mein einziges Set ist. Okay, und ja, und Diamanthaut aktiviert sich automatisch. Dann habe ich Teleportation. Ah ja, die Abklingzeit wird erst nach 3 Sekunden ausgelöst. Das heißt, ich kann mich immer 2-mal teleportieren. Sturmrüstung. Magische Waffe, 10% mehr Schaden, ja, für 10 Minuten einmal aktiviert, passt. Genau, dann kann ich noch einen Vertrauten beschwören. Hält auch 10 Minuten lang an. Okay, passt. Und die Hydras haben wir dabei. Okay, gut. Das heißt, E und R gleich am Anfang drücken. Ja, Damage ist natürlich der Hammer. Okay, ja, Damage klappt hier. Ich glaube, wir haben 6 Minuten 42 Zeit. Ah, meine Reichweite ist nicht so schön. Okay, also E und R gleich am Anfang drücken. So, und dann geht's los. Ah, ich starte direkt mit einer kleinen Bossgruppe. Ja, die wir dann auch so gleich weggradiert haben. Ich hatte ja schon gehofft, dass es zur Season jetzt ein nicht ganz so schweres Herausforderungsportal gibt. Und es sieht aus, als wäre meine Wünsche erhört worden. Weil das spielt sich hier schon ziemlich einfach. Kann natürlich sein, dass das dicke Ende noch kommt, aber jetzt freuen wir uns erstmal drüber. Ja, wichtig, sie müssen ein bisschen in Bewegung bleiben. Weil kann natürlich immer passieren, dass wir uns hier in die falsche Richtung arbeiten. Aber der Damage ist schon brachial gut. Also selbst ohne die Hydras ist wirklich nur Linksklick die ganze Zeit. Oh, da ist ein, das ist der Verbindungspylon. Oh, den will ich gleich für den Boss haben. Boah, der hält aber was aus. Das trotz Verbindungspylon. So, ich arbeite mich jetzt mal hier lang und bin direkt in eine Sackgasse gelaufen. Wunderbar. Geht's denn jetzt? Ah, hier oben in der Mitte wär's weitergegangen. Ah, shit. Es ist immer so ein wenig, immer so ein wenig gucken hier, ne? Wo geht man weiter? Oh, der ging jetzt einfacher. Der ging jetzt ziemlich schnell down. Mir wurde letztens in die Kommentare geschrieben, dass ich doch mal auf mein Movement aufpassen müsste, weil mein Movement so schlecht wäre.
Ich kann es natürlich nicht verneinen. Aber ich bin auch nicht so ein guter Diablo-Spieler, ne? Es gibt ja da echt andere, die sind da einfach ein Millionenmal besser als ich. Circa. So, nächste Ebene. Ich hab einfach nur Spaß an Diablo. Ich mag das schnelle Gameplay, das gefällt mir sehr. Aber ja, ich bin, glaube ich, niemand, der 150er Greater Rifts oder so spielt. Also, ich spiele meistens so 70er, 80er und hab da meinen Spaß mit. 70er, 80er und die Hits von heute, das gibt's bei mir. Ja, langsam ist man mal ein bisschen wieder hier, ne? Die Zeit holt mich bald ein, ne? Ah, okay, da vorne. Ich muss sagen, ich halte echt ganz schön was aus hier, ne? Dafür, dass ich eigentlich Mage bin. Und Mage ist ja nicht gerade dafür bekannt, so resistent zu sein. Ah, das ist schon der erste Tod. Also hier trifft eine Champion-Gruppe auf eine kleine Boss-Gruppe. Das haben wir es aber alle. Also, es gab mir jetzt ordentlich Boost. Oder geht's zur nächsten Ebene? Da gehen wir auch direkt runter. Aktuell sieht's noch recht gut aus. Oh, da ist eine kleine Gruppe. Oh, jetzt muss ich in die falsche Richtung laufen. Ah, Machtpylon, sehr geil. Ah, ich hätte unten rumlaufen müssen, ne? Ah, Machtpylon, sehr gut. Der hilft mir jetzt. Ich hoffe, dass hier oben jetzt die richtige Entscheidung ist. Ich würde natürlich ungern das Herausforderungsportal jetzt nochmal spielen müssen. Wobei 97%, das sieht ganz gut aus, dass wir das beim ersten Mal schaffen. Ah, jetzt kommt natürlich jetzt kommen wieder keine Gegner. Jetzt kommt noch ein kleiner Boss hier, oder was? So. Wo ist er? Da! Saxtriss! Saxtriss, okay, ich sag's ihr. Was soll ich ihr sagen? Dass du verloren hast? Abgeschlossen! Herausforderungsportal 6.13. Immerhin knapp 40 Sekunden, 30 Sekunden runter. Bestimmt nicht die beste Zeit, aber uns ging's ja nur darum, dass wir die Belohnung bekommen.